Man kann mal. Das ist nicht immer einfach. Was ist denn jetzt? Machen wir hier jetzt Hitparade oder was? Ich möchte über die Rentenlügen sprechen. Du musst doch kein Gedudel einblenden. Grauenhaft sowas. Ich möchte Ihnen etwas sagen, meine Damen und Herren. Mir geht diese verlogene Diskussion über die Rentengeschichte, die Herr Rüttgers losgetreten hat, gehörig aufs Gemüt. Nicht wahr? Das ist eine ganz hinterlästige Sache, meine Damen und Herren. Wissen Sie warum? Weil Rüttgers und all die anderen Politiker, die sich ja bis heute diesem hochgelobten Rentenversicherungssystem in Deutschland gar nicht angeschlossen haben, ganz genau wissen, dass das Fundament der deutschen Altersversorgung überhaupt nicht mehr existiert. Heute schon nicht mehr. Ich gebe Ihnen mal, nein, ja, lassen Sie es. Wir sind schon 5 Minuten über die Zeit, heben Sie sich für den Schluss auf. Sehen Sie, ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich Folgendes vor. Stellen Sie sich vor, Sie sind Anfang, Mitte 30. Das ist jetzt für die meisten eine Herausforderung. Das muss man den Zuschauern am Fernseher erklären. Sehen Sie, Sie zu Hause am Fernseher, Sie wundern sich jetzt vielleicht, weil Sie in der Einschätzung des Publikums hier altersmäßig irregeführt werden. Die Anstaltsleitung legt nämlich größten Wert darauf, dass die Kameras immer vergleichsweise junge Gesichter einfangen. Sehen Sie, weil man schämt sich schon für unser eins so ein bisschen, Leute über 60. Das ist die marktrelevante Zielgruppe, nennt man die, das nur am Rande. Also, wie gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind Anfang, Mitte 30 und verdienen, sagen wir mal, 2000 brutto im Monat. Damit gehören Sie derzeit bereits zur verarmenden Mittelschicht Deutschlands. Wenn Sie das 30 Jahre lang durchhalten, wird Ihre Rente dann am Ende Ihres Arbeitslebens auf Sozialhilfeniveau sein. Das ist der Status quo, meine Damen und Herren. Wenn Sie dem entgehen wollen, dann könnten Sie sich entweder bei Dignitas einen Parkplatz vorm Zürcher Bahnhof mieten, nicht? Oder Sie folgen der Empfehlung unserer Bundesregierung und legen für eine private Altersversorgung zusätzlich etwas Geld auf die Seite, was bei 2000 brutto eine hochoriginelle Idee ist. Aber jetzt sagen wir mal, für Sie nicht sonderlich hilfreich. Nun ist aber auch so, diese Idee soll ja auch gar nicht für Sie hilfreich sein. Nicht, das Geld soll nicht Ihnen helfen. Was Sie auf die Seite legen, es soll denen helfen, denen Sie es geben. Unseren Banken und Versicherungen, die ja gerade vorführen, wie vertrauensvoll Sie im Gemeinwohlsinne damit umgehen können. Nun dürfen wir nicht folgenden Fehler machen, meine Damen und Herren, einen Politiker, Rüttgers oder die anderen, für dumm zu halten. Nicht, obwohl das im Einzelfall jetzt zutreffen wird. Nicht. Es ist so, nein, diese Politik ist ja nicht einfach falsch. Diese Politik ist für Teile der Bevölkerung richtig, goldrichtig sogar, nur Sie sind nicht dabei. So müssen Sie das Ganze betrachten. Was sehen Sie? Wenn Sie so betrachten, nicht? Das hat einen Vorteil. Eine solche Betrachtungsweise lässt Ihre Wut noch größer werden, aber die intellektuelle Verwirrung lässt nach. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. So, und jetzt noch die letzte Herausforderung, meine Damen und Herren. Ich spute mich. Wir stellen jetzt das ganze Rentensystem in Gedanken mal auf den Kopf. Alles, was man nicht machen kann, das machen wir jetzt. Wir bilden ein Zwangsrentensystem, bei dem alle, aber auch alle, die älter sind als 18, drin sind. Alle Rüttgers, alle Merkels, alle Becks, Ackermänner, Beamte, selbst alle, die aus irgendwelchen Gründen nicht an, die gehen alle rein, meine Damen und Herren. So, und die zahlen alle. Und zwar, sagen wir, 4 bis 8% ihres Einkommens, inklusive Dividende, Prämie, Abfindung, was man so alles kriegt mit 2000 brutto nebenbei, nicht wahr? Und das geht alles in die Kasse. Es gibt keine Höchstbeitragsgrenze wie bei uns, aber dafür gibt es eine Höchstrente. Sagen wir 2500. Es gibt auch noch eine Mindestrente. Also genau alles, was bei uns durch Gleichmacherei den Leistungswillen der Bevölkerung lähmt und kommunismusähnliche Zustände herbeiführt. Also der Untergang des Abendlandes. Heute Abend kann die Bundeskanzlerin diesen Untergang des Abendlandes beobachten. Sie ist nämlich in der Schweiz zum Staatsbesuch. Die haben seit Jahrzehnten genau ein solches Rentensystem. Und zwar ohne erkennbare Auszehrung des Leistungswillens oder der Wohlhabenden. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Ich kann nur mal ganz kurz anmerken.